Om Sharavana Pavaya Namaha. Om Aim Sarasvatyai Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Adi Shaktye Namaha. Om Namah Shivaya. Wir wollen gemeinsam meditieren. Mit einer Form der kombinierten Mantra-Meditation, wo wir aber zunächst auch über Nada, über den Klang gehen. Und wir bauen das auf aus der Stille dann bis hin zum Mantra. Und das Mantra, was wir dann gemeinsam laut eine Weile wiederholen, heißt Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das ist das Krishna-Mantra und kann man so übersetzen, Verehrung dem, der das Licht in allem und allem ist. Und so lade ich dich ein, auch während der Meditation dann, wenn du das Mantra wiederholst, in die Mitte deines Brustkorbes zu spüren, in deinen Herzensraum. Aber zunächst richte dich ein in deinem Sitz. Schließe deine Augen und spür von innen her, wie du dich aufrichtest und zugleich entspannst. Atme ruhig ein paar Mal noch etwas tiefer in den Bauch ein und aus. Und besonders beim Ausatmen nimm wahr, wie du loslassen kannst, deine Füße, deine Knie und Oberschenkel und Unterschenkel, dein Gesäß, vom Boden gehalten. Auch deine Schultern fließen nach unten, während dein Brustbein sich hebt und deine Wirbelsäule und Hinterkopf Länge erfährt. Löse deine Kiefer und lasse jetzt den Atem fließen. Spür die Form, den Zustand deines Körpers jetzt. Nun geh mit der Aufmerksamkeit zum Atem und spür bewusst die Länge des Einatems und die Länge des Ausatems. Sanfte Heben von Bauch und Brustkorb beim Einatmen. Das Zurückgehen beim Ausatmen. Vielleicht ein ganz sanftes Ziehen in der Kehle beim Einatmen. Und das sich wieder lösen beim Ausatmen. Und ganz in deiner Zeit gehe nun über in die Ujjayi-Atmung. Erzeuge so einen ersten Klang, einen hörbaren Klang. Du verschließt leicht in der Kehle, sodass beim Einatmen und Ausatmen wie ein innerer H-Ton, ein Hauchton zu hören ist. Ganz sanft und wohlig auf deine Weise. Lausche diesem ersten Klang deines Atemflusses.
fühl dich auch aufgehoben in dem gemeinsamen Atem in diesem Raum. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, verdichte diesen Klang, indem du in ein wohliges Brummen und Summen übergehst. Ganz in deiner Tonhöhe und in deiner Lautstärke, so wie du es gut spüren kannst, die Vibration auch in deinem Brustkorb. Bleibe dabei entspannt im Kiefer-, Mund-, Kehlbereich. Wenn du das nächste Mal ausatmest, mache diesen Klang noch dichter, indem du deinen Mund öffnest, sodass ein A ertönt. Wohlig, angenehm. Und du kannst auch verschiedene Tonhöhen ausprobieren. Om namo bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo.
Wir kommen zum Kirtan singen. Singen die Nummer 2 Jaya Ganesha im Wechsel. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pai Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Sharavana pava, Sharavana pava, Sharavana pava paimam. Supramanya, Supramanya, Supramanya rakshamam. Sharavana pava, Sharavana pava, Sharavana pava paimam. Supramanya, Supramanya. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati Paimam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati Paimam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati Rakshamam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chitkana Guru Chinmaya Guru Om. Chit Guru Chitkana Guru Chinmaya Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chitkana Guru Chinmaya Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chitkana Guru. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya,
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satgurunathaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satgurunathaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satgurunathaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om. 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 Krishnam Vande Jagat Gurum Shri Krishnam Vande Jagat Gurum. Krishnam Vande Jagat Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Marie? Ja, genau. Om Namah Shivaya, schönen guten Abend. Ja, ich möchte gerne passend zum Mittwochabend das Maha-Mantra mit euch singen. Und das ist eine Version von George Harrison und genau, die transportiert besonders viel Freude und Leichtigkeit, die Krishna ja so mit sich bringt. Und genau, du darfst gerne einfach mit einsteigen, sobald es sich für dich stimmig anfühlt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank.
Radha Krishna, Sitaram, Radhishyam. Wenn ihr die Melodie habt, singt ihr einfach durch. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und vielleicht singe ich irgendwann versetzt, und so, dass ein Kanon entsteht. Und da könnt ihr, ein paar können dann bei mir mitmachen, die anderen bei den anderen. Aber erstmal gemeinsam. Radha Krishna Sitaram, 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 Sitaram, Radhishyam, 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 Sitaram. Sitaram, Radha
Sitaram. Harisham, 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 Sitaram. Harisham, 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 Sitaram. Radha Krishna Sitaram. Radha Krishna Sitaram. Radha Krishna Sitaram. Harisham, 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 Sitaram. Zusammen. Harisham, 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 Sitaram. 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 Harisham, 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 Sitaram. Harisham, 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 Sitaram. Harisham, 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 Sitaram. Bhakti-Yoga-Meditation. Ein Zitat von Swami Shivananda. Wahre Religion besteht nicht aus rituellen Bräuchen, Bädern und Pilgerfahrten, sondern in der Liebe zu allen. Kosmische Liebe ist allumfassend und alles einschließend. In der Gegenwart reiner Liebe werden alle Unterscheidungen und Unterschiede sowie Hass, Eifersucht und Egoismus zerstreut. Genauso wie die Dunkelheit von den durchdringenden Strahlen der Morgensonne verbannt wird. Es gibt keine höhere Religion als die Liebe. Es gibt kein höheres Wissen als die Liebe. Es gibt keinen größeren Schatz als die Liebe, denn Liebe ist Wahrheit. Liebe ist Gott. Und in dem Buch von Swami Vishnu Devananda, was heißt Meditation und Mantras, schreibt er über die verschiedenen Yoga-Wege und dort auch natürlich, was das mit Meditation zu tun hat. Und hier schreibt er über Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Weg der Hingabe.
der Weg im Yoga, der die Emotionen ganz bewusst hineinnimmt. Ja, bei den anderen geht es eher darum, die Emotionen, von den Emotionen sich abzusetzen, sie vielleicht zu beobachten, natürlich auch anzunehmen. Aber im Bhakti-Yoga nehmen wir sie aktiv mit hinein in all unser Tun und vor allen Dingen in das, was wir Gott darbringen oder dem Ganzen, wie immer du das für dich bezeichnen möchtest. Und so steht hier noch dazu, diejenigen, die sich Bhakti-Yoga zuwenden, werden von einer der vier hauptsächlichen Motivationen dazu bewegt. Leid kann ein machtvoller Faktor sein. Wenn alles andere versagt, gibt es keine andere Zuflucht außer Gott. Wie viele Soldaten im Krieg und Menschen, die mit äußerstem Leid beladen waren, haben in Gott ihre letzte Zuflucht gefunden. Neugier ist ein weiterer Impuls. Indem der Geist hinter den äußeren Putz der Verehrung blickt, versucht er zu verstehen, was hinter dem Symbolismus, den Worten und Ritualen liegt und stößt so vor zu anderen Ufern. Ein drittes Motiv ist der Wunsch nach Gewinn, sei es nun Liebe, Wissen oder Reichtum und so weiter. Zu Gott wird gebetet als dem großzügigen Vater, der Wünsche erfüllt, wenn man sich ihm mit Vertrauen und Hingabe nähert. Höchstes Bhakti ist aber selbstlos. Der Beweggrund ist der einfache Wunsch, Gott zu dienen und ihn zu lieben. Nur mit dieser Einstellung wird das Ego verschwinden. Also Hingabe, Bhakti zum Göttlichen hin, kann verschiedene Motivationen haben. Leid, Neugier, der Wunsch nach etwas, etwas zu haben, ja, etwas zu gewinnen oder eben in der höchsten Ebene einfach nur selbstlos, sich hinzugeben an das Göttliche. Und alle vier sind auch berechtigt und gute Mittel, beziehungsweise kann man auch sagen, die ersten drei führen letztlich in diese vierte höchste Form von Bhakti. Und das ist auch, es ist okay, wenn wir ein Gebet sprechen, das ist Bhakti, ja, ein Gebet, wir wenden uns an das Göttliche, wir rufen es an und äußern einen Wunsch. Und das ist ein Gebet, ja. Manchmal ist es vielleicht auch ein Dankesgebet. Und ein wichtiger Teil des Gebetes ist die Anrufung. Und sei es nur, oh Gott, ja, oder Hare Krishna, ja, oder oh Jesus, oder was immer, ne, oder Mutter Erde, ja, was immer du anrufst, du rufst es erstmal an. Und indem du es anrufst, wendest du dich dorthin. Ja, du gehst dorthin, du wendest dich zu. Und das ist der Akt der Hingabe. Und wenn dann noch ein Wunsch kommt, weil du einen Wunsch hast, dann ist es gut, diesen dort hineinzugeben und nicht irgendwo anders. Und so haben wir auch bei den Sanskrit-Mantras dieses Om Namah oder Om Namo, dieses Ich verehre, ich verneige mich. Das ist für mich persönlich immer das Wichtigste daran. Dann kommt ein Aspekt, ein Name, der Name, der mir ein Bild gibt, der mir eine Vorstellung geben kann, ein Tor zum Göttlichen. Aber der eigentliche Akt ist das Om Namo oder das Om Namah für mich. Ja, dieses Ich verneige mich. Und indem ich mich verneige, gehe ich dahin, da fließe ich dahin, das ist Bhakti, das ist mein mich hingeben. Und so können wir Hingabe üben, ja? Indem wir uns erstmal vielleicht sogar körperlich verneigen. Das mag uns erstmal fremd sein, sich zu verneigen vor einem Altar oder in einem Raum, ja, mit anderen Menschen, vor einem Lehrer. Das ist für unsere Kultur sehr, sehr fremd und mag erstmal sehr komisch erscheinen. Das kann aber eine ganz praktische Übung sein, über die dann Hingabe sich entwickelt. Und irgendwann dreht sich das Ganze um. Und vielleicht ist dann so viel Liebe da, ja, dass du dein Körper verlangt, sich zu verneigen, indem praktisch die körperliche Ebene dieser inneren Ebene folgt durch eine entsprechende Bewegung. Ja. Und
Und so können wir Bhakti üben über das Sprechen des Namens, über das Singen des Namens, über das Tanzen mit dem Namen, über die Verneigung als konkretes Ritual. Aber im höchsten Bhakti geben wir alles hinein, jedes Wort, jede Emotion, jede Handlung, jede Tat, jeder Gedanke, den ich denke, alles gebe ich dorthin. Und wenn ich das übe und auch dann über einen längeren Zeitraum mal hinbekomme, dann wird sich auch automatisch der Gedanke, das Bild, die Vorstellung, der Wunsch verwandeln, transformiert bis hin zur höchsten Liebe oder bis zum höchsten Bewusstsein. Hari Om Tat Sat. Dann kommen wir zum Om Triambakam, der Nummer 800 im Kirtan-Buch, und wollen es heute besonders singen für Tobi, der seinen Körper verlassen hat, und wünschen seiner Seele einen guten Übergang in die höheren Welten und natürlich den Hinterbliebenen viel Trost und Kraft. Und wir bitten auch um Segen für Christina, die nach einer schweren Tumoroperation noch im Krankenhaus ist, und wünschen gute Heilung und auch Zuversicht. Danach die Nummer 801, die Friedensgebete. Triambakam yajamahe sukantam pushtivatanam uvarukamiva pantanam mrityomukshiyamam mritat. Om Triambakam yajamahe sukantam pushtivatanam Urvarukamiva Bantanam Mrityo Mukshiyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sukantam Pushtivatanam Urvarukamiva Bantanam Mrityo Mukshiyamam Ritat. Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Patrani Pashyantu Ma Kashchit Dukha Bhag Bhavet, Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Chyotirgamaya, Mrityo Ma Mritam Gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Frieden, Frieden. Da die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, sprechen wir von dem allumfassenden Gebet von Swami Shivananda. Einfach nur die erste Zeile und die letzte Zeile, die alles einbettet. O anbetungswürdiger Gott, lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bodhisattva Shivananda Maharaj Ki Jai. Dann stehen wir auf für das Arati.
die Lichtzeremonie Nummer 804. Und danach singen wir auch die Nummer 805, die Widmung unseres ganzen Daseins an das Göttliche, also auch eine Übung des Bhakti-Yoga. Om Jaya Jaya Rati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Shri Ganesha Jaya Jaya Rati Subramanya Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Rati Venu Gopala Venu Gopala, Venu Lola, Papa Vidura, Navanika Chohara, Jaya Jaya Rati, Venkataramana, Venkataramana, Sankataramana, Sita Rama, Radeshyamaha, Jaya Jaya Rati Gauri Manohara Gauri Manohara Parvani Shankara Samba Sadashiva Uma Maheshwara Jaya Jaya Rati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jaya Rati Anjaneya Anjaneya Hanumantara Jaya Jaya Rati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Rati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shanishvaraya Shanishvaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shankaracharya, Shankaracharya, Advaita Gurave, Jaya Jaya Rati, Satgurunatha, Satgurunatha, Shivanandara, Jaya Jaya Rati, Jesus Gurave, Moses Gurave, Buddha Gurave, Jaya Jaya Arati, Mohammed Gurave, Lao Tse Gurave, Samasta Guryo Namaha, Jaya Jaya Arati, Venu Gopala. Tvameva mata chapita tvameva tvameva bantuscha saka tvameva tvameva vidya travelam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Kayena vacha manasendriyava Bhutyatmanava pakriti svabhavat Karomi adyat sakalam parasmai Narayana yeti sama payami Sabatamam paricchacha
mamikam shanam vacha aham tva savarpabhyo moksha ishami mashucha. Euch jetzt allen noch einen inspirierenden Vortrag oder wunderschönen Abend noch und eine gute Nacht. Hari Om. Und danke an meine Mitstreiter. Ja, Dankeschön.